hingen über den Bach Kidron. Da war ein Garten, da rein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der Hohenpriester und Pharisäer Diener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Jesus spricht zu ihm: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihm. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie aber mal: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth. Ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Das Wort erfüllet würde, welches er sagte: Ich habe dir keinen verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm sein recht Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Strecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Den Kelch, den mir mein Vater. Oh.
stand der Oberhauptmann, und die Diener der Jüden nahmen Jesum und bunden ihn und führten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwager, welcher des Jahres hohe Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Jüden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk. Thank you.
Petrus aber folgete Jesu nach und ein ander Jünger. Ich bin's.
Kohlfeuer der Macht, denn es war kalt und wärmeten sie. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sie. Aber der Hohepriester fragte Jesu um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe frei öffentlich geredet für der Welt. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Schule und in dem Tempel, da alle Jüden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener eine, die dabei stunden, Jesu, einen Backenstreich und sprach, solltest du dem hohen Priester als antworten? Jesus aber antwortete, hab ich übel geredet, so beweis es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du ich zähle deine Schmerzen.
ein stürmend Wetter weht, wenn ein stürmend Wetter weht, wenn ein stürmend Wetter weht, diesen Ort, da hier ich mich täglich durch den Glauben hänge, durch den Glauben Ort, dahin ich mich täglich durch den Glauben denke, durch den Glauben denke, dahin ich mich täglich durch den Glauben denke, durch den Glauben denke. Zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht seine Jünger? Eines und nicht seine Jünger. Eines und nicht, bist du nicht seine Jünger. Und sprach: Ich bin's nicht. Spricht des hohen Priesters Knecht einer, ein Gefreunter des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sei ich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus abermal, und alsobald krähte der Hahn. Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und weinete zerschmettert mich, ihr Felsen und ihr Hügel, ihr Felsen und ihr Hügel, wirf Himmel deinen Strahl auf mich. Wie flüchtendlich, wie sündig, wie vermessen, wie flüchtendlich, wie sündig, wie vermessen. Zerschmettert mich, ihr Felsen, ihr Felsen und ihr Hügel. Zerschmettert mich, ihr Felsen, ihr Hügel, ihr Felsen und ihr Hügel. Wirf Himmel deinen Strahl auf mich. Wie flüchtig, wie sündig, wie vermessen, wie flüchtig, wie sündig.
Zerschmettert mich, ihr Felsen und ihr Wegen, ihr Felsen und ihr Wegen, wirf Himmel deinen Strahl auf mich. Wie freventlich, wie sündig, wie vermessen, wie freventlich, wie sündig, wie vermessen. Zerschmettert mich, ihr Felsen, und ihr Wegen. Zerschmettert mich, ihr Felsen, und ihr Wegen. Wirf Himmel deinen Strahl auf mich. Wie freventlich, wie sündig, wie vermessen. Thank you.
sie Jesu von Kaifa vor das Richthaus, und es war früh. Und sie gingen nicht in das Richthaus, auf das sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Denn in diesem Menschen Thank you.
König? Jesus antwortete: Du sagst, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das gesagt, ging er wieder hinaus zu den Jüdern und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen losgebe. Wollt ihr wohl, dass ich euch der Jüden König losgebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen sollten Barabbas. Pilatus Jesus und geißelte ihn.
und Qual, weil eure Kreuze es Angst und Qual. Setzten sie auf seine Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Aber Jesus
wusstest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, er hat größere Sünde. Wir haben keinen König, keinen König, denn den Kaiser. Da
antwortete er ihn, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen aber Jesu und führten ihn hin, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißet Schädelstätt, welcher heißet auf Hebräisch Golgatha.
aber schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn die Städte waren nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilat: Schreiben nicht, 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 schreiben nicht. Sich geteilt und haben über meinen Rot
des Knechte. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutterschwester, Maria Kleophas Weib und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner thank you.
Judas siegt mit Macht. Epitas Judas siegt mit Macht. Epitas Judas siegt mit Macht. Und schließt den Kampf. Und schließt den Kampf. Und schließt den Kampf. Epitas Judas siegt mit Macht. Epitas Judas siegt mit Macht.
Herzen zwar nicht sagen vor Schmerzen, zwar nicht sagen vor Schmerzen, zwar nicht sagen, doch neiges du das Haupt, das Haupt, doch neiges du das Haupt und sprichst, doch neiges du das Haupt und sprichst. Siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und stunden auf wie Leibe der Heiligen. Thank you.
erster Risstag war, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über, denn desselbigen Sabbatstag war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine Seite mit einem Speer, und alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr, und derselbige weiß, dass er die Wahrheit saget, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Und abermals spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Willen der Jüden, dieweil das Grab nahe war.
geschrieben ist von des Menschen Sohn, von des Menschen Sohn. Was geschrieben ist von des Menschen Sohn. Sieht, sieht,
was gesaget war. Es sehnt sich nach der Welt und nach dem größten Haufen. Sie wollen beiderseits, wenn du verklärt bist, zwar eine feste Burg auf Habersberge bauen. Mein ewiges Wort.
alle sich zur letzten Zeit entsetzet, und wenn ein kalter Todesschweiß die schon erstarrten Glieder netzt, wenn meine Zunge nichts als nur durch Seufzer spricht und dieses Herz zerbricht, genug, dass da der Glaube weiß, dass Jesus bei mir steht, der mit Geduld zu seinem Leiden geht und diesen schweren Weg auch mich geleitet und mir die Thank you.
meistens die Posaunen schallen. Und wenn der Bau der Welt mit vielen Liebesfesten zerschmettert, wird zerfallen. So denke manch mein Gott im Besten. Vors Gerichte stellt, kann die Gedanken sich verklagen, so fallest du allein, o Jesu, mein Fürsprecher sein, und meiner Seele tröstlich sage, fürwahr, euch sage ich, fürwahr, euch sage ich, fürwahr, euch sage ich, fürwahr, euch sage ich. Wenn Himmel und Erde im Feuer Fürwahr, euch sage ich.
Thank you.
Will ich auch.